Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's wieder hier, euer Pawtocroft, und heute zeige ich euch wirklich eine unglaublich geniale Mod. Und zwar ist das Ganze hier die Feed the Beast Quests Mod. Mit dieser Mod könnt ihr einfach riesengroße, komplexe, wirklich cool aussehende und vor allem wirklich sehr, sehr einfach mega geile Questbücher erstellen. Ich werde mal hier ein paar Beispiele einblenden. Es ist einfach noch genial, was diese Mod hier wirklich alles in Minecraft möglich macht. Wer schon immer mal ein Questbuch erstellen wollte hier für sein eigenes Modpack, sollte unbedingt dranbleiben. Ich werde hier in dieser kleinen Tutorial-Reihe, wovon das übrigens hier Part 1 ist, alles erklären, was es über diese Mod zu wissen gibt. Ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren nicht vergessen, um kein Part mehr von dieser kleinen Tutorial-Reihe zu verpassen. Ich würde sagen, jetzt aber los mit dem Video. So Leute, dann würde ich sagen, fangen wir mal einfach hier direkt an und erstellen heute ein wunderbares Questbuch. Es wird heute wirklich nur um die Basics gehen, ein grober Übersicht fertig gegeben, wie man Quests mit der Mod erstellt. Viel komplexere Sachen schauen wir uns dann in Folge 2 und Folge 3 an. Aber wie macht man ein Questbuch? Wirklich mega easy. Wir drücken einfach E. Dann müssen wir hier oben bei den Menschen erstmal hier oben ein Team erstellen. Ganz einfach, wir drücken hier auf mein Team drauf. Und jetzt können wir hier Create a New Team machen. Was ist ein Team? Team, kurz gesagt, einfach hier der Fortschritt im Questbuch wird mit allen Teammitgliedern geteilt. Das heißt, wenn ich jetzt Quest 1 erfülle, haben alle meine Teammitglieder Quest 1 erfüllt und alle bekommen die Belohnung aus Quest 1. Wirklich sehr simpel, wirklich sehr cool. Gerade für Server, die jetzt irgendwie viele verschiedene Teams haben und sowas, wirklich sehr praktisch. Wir drücken hier einfach Create a New Team. Wir nennen das Ganze jetzt mal hier Pawtocroft 2 zum Beispiel. Und dann machen wir das Ganze mal hier in blau. Sieht ganz schön aus. Drücken Accept. Jetzt können wir hier in unser Team auch noch verschiedene andere Leute einladen. Oder diese natürlich auch zum Moderatoren machen, dass die andere Leute einladen können. Es ist wirklich sehr toll hier mit dieser Team-Mod. Aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Es geht nämlich heute um das Questbuch. Wie können wir jetzt unser Questbuch erstellen? Ihr müsst auf einem Server OP haben. Das ist wirklich sehr wichtig. Oder halt im normalen Singleplayer im Creative sein. Ihr müsst dafür einen folgenden Befehl eingeben. Und zwar einfach hier / Feed the Beast, also FTB. Dann drückt ihr Tab, sodass ihr hier zu Feed the Beast Quest kommt. Ein Leerzeichen wieder. Danach dann wieder Tab drücken. Und dann müssen wir hier auf Editing-Mode kommen. Wir drücken wieder Leerzeichen, wieder Tab, sodass wir hier Tool stehen haben. Drücken Enter. Und jetzt sind wir hier auch schon, wie im Chat steht, im Editing-Mode. Es ist wirklich mega simpel. Wir drücken einfach E. Wir gehen wieder auf unser Questbuch hier drauf. Und schon sind wir hier in der Questing-Oberfläche. Aber Leute, es ist eigentlich relativ cool hier, wie das funktioniert. Als erstes gehen wir hier unten auf unsere wunderbaren Einstellungen. Die anderen beiden Knöpfe sind eigentlich egal. In den Einstellungen können wir verschiedene Sachen machen, zum Beispiel speichern. Und speichern ist wirklich sehr wichtig. Wenn ihr mit eurer Arbeit fertig seid, speichert. Immer speichern, wenn ihr irgendwas Wichtiges gemacht habt. Diese Mod neigt dazu, ab und zu mal abzustürzen und dann euren ganzen Progress, den ihr gemacht habt, zu löschen. Wenn ihr nicht speichert. Deswegen hier wichtiger Knopf, immer schön speichern. Nur wenn ihr speichern drückt, werden das Ganze hier auch die Questbücher von allen Spielern auf dem Server geupdatet. Deswegen hier speichern, ein sehr wichtiger Knopf. Wenn ihr jetzt Quests erstellen wollt, müsst ihr hier oben auf Add drücken. Wer hat es gedacht, hier auf das Plus, ihr könnt hier oben neue Kapitel erstellen. Wir nennen das erste Kapitel einfach mal ganz kreativ Kapitel 1, wirklich sehr simpel. Und wenn wir jetzt hier unser Kapitel erstellt haben, können wir jetzt hier Quests erstellen. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier so einen kleinen Ball sozusagen, der meiner Maus hier folgt. Wenn wir jetzt hier irgendwo Linksklick hinmachen, dann sehen wir schon eine neue Liste. Wir können hier ganz viele verschiedene Quests erstellen, die alle ganz viele verschiedene Ziele vorgeben. Zum Beispiel eine Item-Quest. Wir müssen ein bestimmtes Item craften oder finden, dann erfüllen wir die Quest. Wir müssen eine bestimmte Flüssigkeit haben oder eine bestimmte Menge von einer Flüssigkeit haben, dann erfüllen wir die Quest. Oder hier Forge Energy, wirklich sehr cool. Wir müssen eine gewisse Menge an Energie haben, das heißt an RF, wenn wir jetzt mit Technik-Mods spielen, wirklich sehr cool, um diese Quest zu erfüllen. Custom heißt, wir können hier komplett eigene Quests programmieren. Das nächste wirklich relativ simpel, XP-Levels. Wir müssen eine gewisse Anzahl an XP-Leveln haben, dann erfüllen wir die Quest. Wir müssen eine bestimmte Dimension bereisen. Wir müssen bestimmte Stats haben, zum Beispiel so und so viel Tode oder so und so viel Kills. Kill Entity. Wir müssen so und so viele Mobs töten, zum Beispiel 10 Zombies töten, dann haben wir diese Quest erfüllt. Als nächstes Location. Wir müssen bestimmte Koordinaten erreichen. Checkmark. Wir müssen einfach nur etwas abhaken, dann bekommen wir die Quest erfüllt automatisch. Advancement. Wir müssen ein bestimmtes Advancement erfüllen, um diese Quest abzuschließen. Observation. Wir müssen einen bestimmten Punkt in der Welt anschauen, zum Beispiel ein Dorf oder zum Beispiel ein Baum. Dann bekommen wir das Ganze hier auch erfüllt. Interaction. Wir müssen mit einem Ofen, einer Werkbank oder irgendeinem anderen Block interagieren. Money, wir müssen eine gewisse Anzahl an Geld haben. Dann natürlich noch Visit Biome, das heißt, wir müssen hier ein bestimmtes Biom besuchen. Was hier unten Image bedeutet, habe ich nicht rausgefunden, aber das braucht man eigentlich wirklich nicht. Wir machen jetzt mal hier beispielsweise einfach mal eine Item-Quest. Wir müssen zum Beispiel jetzt hier Holz besorgen. Hier, sagen wir mal, Oakwood muss man besorgen. Wir wollen jetzt aber nicht, dass unser Spieler nur ein Holz sammelt, er soll direkt 10 Holz sammeln. Wir drücken hier vorne auf das Papier drauf, geben jetzt hier eine 10 ein und jetzt muss unser Spieler hier auch schon direkt 10 Holz statt ein Holz finden. Wir drücken auf Accept und schon sehen wir hier eine Quest. Wir sehen das Holz hier. Unsere Quest ist es jetzt hier, 10 Holz zu besorgen. Wir können jetzt auf die Quest mit Linksklick draufdrücken. Jetzt können wir hier nämlich einen Reward festlegen. Die Rewards sind eigentlich wirklich auch simpel gehalten. Wir können hier einfach sagen, jo, wenn du das hier machst, die Quest, bekommst du das und das Item.
Man kann aber auch machen, man darf sich einen Reward aussuchen aus einem gewissen Itempool, den wir ihm vorgeben, dem Spieler. Man kann auch sagen, Random Reward, das heißt, er bekommt einfach irgendein Random Item aus dem gesamten Modpack, was ihr installiert habt. Des Weiteren gibt es hier noch einen Loot Reward. Wir können eigene Lootbags erstellen, wo dann verschiedene Items mit einer gewissen prozentualen Wahrscheinlichkeit rauskommen können. Wie gesagt, das ist Stuff, den schauen wir uns in den letzten Folgen erst an. Wie gesagt, heute so eine kurze Übersicht über diese wunderbare Mod. Command, das heißt, es wird irgendein Command ausgeführt. Custom wieder irgendwas programmieren. XP heißt, wir bekommen eine gewisse Anzahl an XP. XP Levels, man bekommt eine gewisse Anzahl an XP Leveln. Advancement, man bekommt ein Advancement. Toast, kein Plan, was das bedeutet. Vielleicht bekommt man einfach Toast. Ich weiß es nicht, Leute. Verstehe ich nicht, aber braucht man auch nicht. Oder Money, man bekommt eine gewisse Anzahl an Geld. Ich würde sagen, wir machen mal hier der Einfachkeit halber einfach mal Item. Das heißt, wenn man 10 Holz farmt, bekommt man zum Beispiel dafür einfach hier einen Setzling. Jetzt können wir sagen, man bekommt nicht nur einen Setzling, man bekommt zum Beispiel einfach mal 18 Setzlinge dafür. Dann kann man jetzt hier wieder auch noch andere Sachen einstellen. Neben der Anzahl kann man auch noch die Metadaten bearbeiten, die NBT bearbeiten oder auch hier die Capabilities bearbeiten. Des Weiteren ist es auch möglich, hier einfach Sachen zu benennen. Zum Beispiel sagen wir, es sind keine Setzlinge, das sind zum Beispiel einfach Bäume. Das heißt, man bekommt nicht 18 Setzlinge, man bekommt dann einfach 18 Bäume. Wir haben jetzt hier unsere Quest abgeschlossen. Das heißt, unser Spieler kann jetzt hier draufdrücken, 10 Holz abgeben, bekommt dafür 18 Setzlinge, die auf Bäume umbenannt wurden. Wirklich mega sinnvoll. Wir können jetzt noch andere Sachen hier bearbeiten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier wieder mal rausgehen, Rechtsklick drücken, sehen wir jetzt hier ganz viele Einstellungen, aber wir müssen jetzt hier ganz runter gehen auf Edit. Wenn wir auf Edit sind, seht ihr jetzt hier ganz, ganz viele Sachen, die schauen wir uns in den späteren Tutorials erstmal an. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist hier oben Title. Wir können jetzt hier einen Title festlegen. Das heißt, wir können jetzt sagen, wie die Quest heißen soll. Wir sagen jetzt einfach mal hier, Holzi. So heißt die Quest. Man kann des Weiteren hier bei Description, wer hätte es gedacht, eine Beschreibung hinzufügen. Wir drücken auf Description, wir drücken auf Add und jetzt hier oben auf diese Anführungszeichen draufdrücken und jetzt können wir eine Beschreibung hinzufügen. Wir schreiben also, besorge 10 Holz und bekomme 18 Bäume. Das ist jetzt die Beschreibung der Quest. Jetzt weiß jeder Spieler, was er hier bei der Quest Holzi machen muss. Wirklich sehr cool, gerade wenn die Quests komplizierter sind, kann man hier noch ein paar coole Erklärungstexte dazu schreiben und das kann dann wirklich sehr, sehr cool aussehen. Was wir auch noch machen können, ist, wir können mit Rechtsklick und hier unten bei Shape die wunderbare Shape ändern. Wir haben aktuell auf Circle gestellt, wir können aber natürlich auch noch auf Square gehen, das heißt, haben wir hier so ein kleines Viereck. Wir können auch noch sagen, es soll ein Round Square sein oder hier ein Diamond oder keine Ahnung, ein Pentagon. Pentagon sehen wirklich sehr cool aus, weil das hier unsere Startquest ist. Jetzt baut auf unserer Startquest natürlich die zweite Quest auf. Wirklich sehr simpel, wir drücken einfach wieder Rechtsklick, stellen hier eine neue Quest, zum Beispiel machen wir jetzt mal hier Item wieder. Was braucht man diesmal? Diesmal soll man zum Beispiel jetzt hier Cobblestone farmen. Wie viel Cobblestone soll man farmen? Man soll 10 Cobblestone farmen, ganz einfach hier, Accept, Accept. Und schon haben wir unsere nächste Quest erstellt. Wir machen als Reward diesmal aber kein normales Item. Nein Leute, diesmal bekommt man dafür, dass man Cobblestone farmt, eine gewisse Anzahl an XP-Leveln. Man bekommt dafür, keine Ahnung, 3 Level. Vielleicht etwas unbalanced jetzt, aber das ist nur hier zu Demonstrationszwecken. So, man bekommt jetzt hier 3 Level dafür, dass man 10 Cobblestone farmt. Wir können natürlich jetzt auch hier wieder mit Rechtsklick eine wunderbare Beschreibung hinzufügen. Wir drücken hier wieder Edit, drücken auf Title. Jetzt machen wir hier einen Title, das wäre einfach mal hier Steiny zum Beispiel. Drücken auf Accept, wir gehen auf hier unten auf Description und geben hier auch irgendwas ein. Zum Beispiel jetzt hier, besorge Steine für Level. Wirklich sehr simpel, wir können auf Accept drücken. Und jetzt, Leute, wird es nochmal interessant. Wir können nämlich ja folgende Sachen noch einstellen. Zum Beispiel gibt es hier den Punkt Can be repeated, das heißt, man kann die Quest mehrmals machen. Das heißt, man gibt 10 Steine ab, bekommt dafür 3 Level und danach kann man das Ganze einfach nochmal machen. Ich habe das Ganze jetzt hier mit einem Klick einfach auf von False auf True gestellt. Und jetzt kann man diese Quest hier einfach mehrmals machen. Jetzt können wir machen, dass diese Quest hier erstmal gesperrt ist. Das heißt, man muss diese Quest erfüllen, um diese Quest machen zu können. Wir drücken also wieder Rechtsklick, gehen auf unsere Einstellungen und jetzt suchen wir hier einfach Dependencies. Direkt gefunden hier unten, drücken drauf natürlich, wir drücken auf Add und jetzt können wir hier eine Dependency auswählen. Wir haben aktuell schon diese Quests hier erstellt, Holzi und Stein. Also drücken wir hier einfach mal auf Holzi und jetzt muss man die Quest Holzi erfüllt haben, damit man hier die Quest Stein freischaltet. Das heißt, wir können jetzt hier im Survival natürlich nicht draufklicken und die Quest nicht machen, wenn wir nicht zuerst die Quest gemacht haben. Und so können wir jetzt hier unseren ganz eigenen Questbaum zusammenstellen. Das heißt, wir drücken jetzt hier wieder nebendran, oder jetzt mal hier drüben, Rechtsklick. Jetzt diesmal sagen wir, man muss eine gewisse Anzahl an Zombies getötet haben. Wir geben als Titel wieder ein, hier natürlich irgendwie, keine Ahnung, Zombies oder sowas. Wir sagen hier unten, das Icon ist diesmal ein Zombie-Kopf, damit wir irgendein cooles Item haben. So hier, Zombie-Head. Packen wir da rein. Ihr könnt natürlich auch hier Mod-Items benutzen. Alles kein Problem mit der Mod. Alles ganz entspannt. So, Entity Name. Ganz einfach. Wir scrollen mal hier runter oder wir suchen einfach mal hier oben einfach nach einem wunderbaren Zombie. Jetzt sagen wir hier, man muss einen Zombie getötet haben. Jetzt können wir hier unten noch unseren Count, also wie viele Zombies man töten muss, festlegen. Sagen wir mal, man muss 10 Zombies töten. Das ist doch fair.
drücken auf Accept, hier oben wieder auf Bestätigen. Jetzt können wir hier wieder draufdrücken. Wir können einen Reward festlegen. Sagen wir diesmal, man bekommt dafür Geld. Man bekommt dafür einfach mal hier 100 Money. So, haben wir das Ganze erstellt. Jetzt können wir mit Rechtsklick hier wieder auf Edit gehen. Wir drücken hier unten auf Dependencies, ganz einfach. Dann auf Add, hier wieder auf das leere Feld. Und jetzt können wir hier Steini auswählen. Und jetzt haben wir festgelegt, dass halt Steini benötigt wird, um diese Quest zu machen. Wir sehen jetzt hier vorne auch wieder unsere Verbindungslinie. Wir können die Verbindungslinie, die man hier sehen kann, auch unsichtbar machen. Das heißt, wir packen hier einfach hin, Hide Dependency Lines. Wir können auch sagen, dass die Quest versteckt sein soll, bis man die Quest vorne dran geschafft hat. Das heißt, diese Quest ist unsichtbar, bis man diese Quest hier geschafft hat. Wirklich, wirklich sehr cool, was mit dieser Quest-Mod alles möglich ist. Und so kann man wirklich sehr coole Questbäume erstellen. Und wie gesagt, ihr müsst euch einfach mal durchklicken hier, die ganz verschiedenen Sachen ausprobieren. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, das würde viel zu lang dauern. Die meisten Sachen sind einfach wirklich selbsterklärend. Das ist wirklich mega easy mit dieser Mod. Probiert es einfach mal aus. Ihr könnt natürlich auch hier mehrere Kapitel erstellen. Aber was auch besonders ist, ist hier oben der Shop. Wir können auf Shop drücken. Jetzt sagen wir hier vorne, keine Ahnung, Add. Und dann können wir jetzt hier irgendwas hinzufügen. Wir machen mal den Shop, keine Ahnung, sagen wir mal Basic. Basic ist ein schöner Shopname. Und jetzt haben wir hier unseren Shop erstellt. Wir brauchen noch einen Namen oder irgendein Bild dafür. Wir nehmen mal hier den Sapling dafür. Jetzt haben wir hier unseren Basic Shop. Wenn wir im Basic Shop drin sind, können wir jetzt hier Angebote hinzufügen. Zum Beispiel sagen wir, man kann jetzt hier Cobblestone, 40 Cobblestone kann man hier kaufen. Und zwar für den Preis von 10 Münzen. Relativ easy. Jetzt haben wir hier schon direkt unser erstes Angebot erstellt. Wir können hier ganz viele Angebote reinsetzen. Und wie gesagt, an Geld kommt man hier über Quests, indem man jetzt sagt, hier die Zombie-Quest haben wir gerade eben festgelegt, bekommt man 100 Münzen für. Und jetzt können wir für diese Münzen hier unser wunderbares Geld ausgeben. Wenn ihr jetzt euer Questbuch spielen wollt, gebt ihr einfach hier wieder in den Chat ein. Nur statt True kommt am Ende einfach False hin. Wirklich super easy. Jetzt seid ihr hier im Game World 1 und ihr könnt jetzt hier euer Questbuch öffnen und jetzt könnt ihr hier eure Quests machen. Wie gesagt, die Zombie-Quest haben wir auf unsichtbar gestellt, bis man diese Quest hier erreicht hat. Das heißt, wir müssten jetzt hier als erstes mal 10 Oakwood bekommen. Wenn wir diese Quest erfüllt haben, finden wir hier oben auch einen kleinen Hinweis, wir haben die Quest completed. Wirklich sehr einfach. Jetzt haben wir hier unsere Quest, wir haben nochmal hier eine kleine 1 stehen. Jetzt können wir natürlich hier unsere Rewards abholen, einfach hier auf die Bäume klicken und zack, schon haben wir unsere 18 Setzlinge bekommen, die auf Bäume umbenannt wurden. Wirklich einfach, es ist so simpel, es macht so viel Spaß, hier eigene Quests zu erstellen, wirklich, wirklich sehr, sehr spaßig. Jetzt haben wir hier natürlich unsere Steini-Quest, dafür brauchen wir 10 Cobblestone. Jetzt haben wir hier unseren Cobblestone bekommen, den war ich natürlich jetzt gerade eben farmen, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir drücken auf E, gehen auf Quests, jetzt können wir hier, weil das Ganze eine repeatable Quest ist, die nicht wirklich abschließend, wir drücken einfach hier auf Steini, drücken auf Cobblestone und jetzt können wir hier 10 Cobblestone einsenden, bekommen dafür 3 Level, wir können danach wieder 10 Cobblestone einsenden, bekommen dafür wieder 3 Level. Und jetzt können wir unsere letzte Quest und jetzt können wir hier auch unsere finale Quest endlich angehen und zwar Zombies. Wir können jetzt 10 Zombies töten und dafür bekommen wir dann hier 100 Münzen. Leute, das war's hier von meinem kleinen Basic Tutorial für diese wunderbare Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Mod so findet. Ich finde sie nämlich einfach unglaublich genial. Ansonsten Leute, Glocke aktivieren nicht vergessen, checkt unbedingt die weiteren Folgen aus. Die findet ihr an der Endcard verlinkt oder rechts oben beim i, keine Ahnung. Wenn die rauskommen, ich werde versuchen, diese zeitnah wie möglich hochzuladen, denn Leute, diese Mod bietet so viel mehr. Ich habe jetzt heute gerade mal nur die Basics gezeigt. Wir schauen uns Advanced Quests an. Es wird einfach nur unglaublich krass, was mit der Mod hier alles wirklich ist. Wir können Custom Lootbags Rewards festlegen. Es wird einfach nur zu krank, Leute. Schaut euch die weiteren Folgen an. Ich würde sagen, das war's für heute. Haut herein, bis zum nächsten Mal und tschüss.